Und damit ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal Pialente, dritte Folge Agrarian Skies. Ihr wisst Bescheid, ich bin noch im Homescreen, weil heute haben wir einen Gast dabei, und zwar den Mark von The Two Bros, keine Ahnung. Ja. Genau. Hi Leute. So, ihr seht, hier ist die Let's Play Welt und ich habe eine Hungerkeule, ich bin kurz vorm Verrecken, ich muss die Quest beenden und Bohne. Viel Spaß. Okay, jetzt geht's los. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich habe gerade unser Melonenfeld zerstört. Weißt du, wie scheiße das gerade ist? Hm. Ja, wir nehmen bei Mark gleich noch eine Folge Skyblock mit auf. Das werdet ihr dann auch sehen auf meinem Kanal. Ich hoffe, du verlinkst den auch. Jo, oh, Minecraft spackt gerade bei mir rum. So, wir sind jetzt da. Okay, jetzt. Eine Hungerkeule. So, wir müssen uns beeilen. Was haben wir denn jetzt? Mushrooms, Bumpkin. Ey, wir haben hier sogar Essen. Cool. Und sogar eine Melon. Hä? Wie sinnlos ist das denn? So, okay. Egal. Mein Vater kam gerade rein. Was machst du? Ich ernte gerade Saplings. Strings. Genau, und ich habe das letzte Folge schon mal angesprochen, wo ich mit dir gerne nochmal drüber reden würde. Du bist so ein Trottel, ganz ehrlich, Alter. Woodhammer und Oak Thief brauchen wir noch. Ich lach sehr, wenn das in der Aufnahme ist. Es ist in der Aufnahme, Mark. so. Okay, wir schaffen das jetzt mit dem Holz. Oh, Alter, ich muss mich so beeilen. Ich habe noch eine halbe Hungerkeule und dann fange ich an zu sterben. Los. Bau ab, du Clown. Oh nein, 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 nein. Ich baue das jetzt mit der Spitzhacke ab, das Holz. Weil es hoffentlich schneller geht. Fuck, Mann. Hey, cool. Lol, das wird gerade übelst rangezoomt hier. Mann, wir sind kurz vorm Verhungern. 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 Bitte nicht. Was muss ich bauen? So. Ach, fuck, Mann, wir brauchen Holz. Wir haben die Quest fertig. Was kann ich essen? Na, Leute, wir schaffen das nicht. Ich würde gerne wissen, was der gerade macht. Oh, das ist so traurig. Ich ärgere mich gerade. Oh lol. Ja, fuck, ich war ja die ganze Zeit in Skype gemutet. Ich bin tot. Oh, scheiße, Alter. Mark, halt mal die Schnauze, Alter. Mark, bist du dumm? Fuck, Alter, wir sind einfach gestorben. Als Desktop. Yeah, geil, Alter. Oh Gott. Das ist immer voll scheiß Grafik. Hey, hörst du mich jetzt? Tom? Ja? Warum warst du weg? Ja, ich war gemutet die ganze Zeit, du Trottel, Alter. Warum denn? Weil mein Vater kurz reinkam, aber das hast du ja nicht gehört. Nee. Na gut, das war unprofessionell. Ja, ich bin eben gestorben. Ich war einfach verhungert. Einfach so boom und geplatzt. Cool. Ey, das ist gut. Oh Mann, so. Wo ist mein Questbook? Ist das hier drin? Nein, mein Questbook ist weg. Ah, hier hinten in der Ecke liegt's. So. Wir haben die Quest jetzt beendet. Wir müssen jetzt einen Stein herstellen. Kannst du mal aufhören, so zu singen? Macht aber Spaß. Naja, auf jeden Fall hatten wir die letzte Folge, habe ich kurz angesprochen, ob es möglich wäre, auf einer Insel, in einer Glaskuppel irgendwo abgeschottet zu leben. Was glaubst du? Also, ob man das sich irgendwie das schafft jetzt so mit Ernährung oder so? Was nochmal? Auf einer Insel? Auf einer einsamen Insel, denkst du? Oder irgendwie in einer Glaskuppel, wie bei Skyblock jetzt. Eine Glaskuppel. Meinst du das aber mit der Kapsel?
Naja, abgeschottet hat von der Außenwelt. Du kriegst kein Essen so, und nichts. Also, nee, ich meine jetzt. Ich so, dachte ich jetzt, du bist irgendwie in einer Kapsel auf einer Insel. Also in einer Kapsel bist du auf der Insel. Da kommst du ja nicht raus. Deswegen, achso, also du bist abgeschottet. Sagen wir mal Skyblock, oder? Ja, genau. Du in, bist Wirklichkeit, quasi in Wirklichkeit würde es gar nicht gehen. Vielleicht aber weil doch, weil einmal Stelle... Lava würde das ganze Ding zerfetzen. Nein, nicht Skyblock. Generell, ob du es schaffen würdest, dich was jetzt... Was ist denn auf der Insel vorhanden? Das musst du erst mal sagen. Na, das ist halt gerade die Frage. Was braucht man denn, um zu überleben? Dass man zum Beispiel sich ernähren kann, dass man, was weiß ich... Na, am besten, man hat irgendwie was zum Fischen, wenn man Wasser auf jeden Fall. Am besten Süßwasser, wegen Trinken. Ich habe schon überlegt, irgendwie so Algen, weil die wachsen ja so dermaßen schnell, dass man sich halt quasi von Algen ernährt. Machen ja die auf Raumstation auch. Naja, Algen kommt aber drauf an, auf die Art, da musst du dich auskennen. Am besten, du bist irgendwie so ein Biologe oder sowas, der sich ganz gut mit so einem Zeug auskennt, also mit Pflanzen und so. Das wäre ganz gut, wenn du sowas bist. Und dann bist du einfach auf einer Insel. Könnte auch einfach ein Test sein, weißt du? Das ist einfach ein Test, auch mal, ob das wirklich geht. Ja, ich glaube, sowas haben die sogar schon mal getestet. Ob das, aber ich denke mal, wenn der kurz vorm Sterben ist, dann müssen die ihn ja rausholen. Ja, klar. Was hast du? Ich denke, ein paar Bäumchen. Sagen wir in der Karibik, ne? Geil. Ja, nur Bäume, also du brauchst halt sehr schnell wachsendes Holz. Und was willst du mit Holz machen jetzt? Was nützt dir Holz? Ein Floß. Kannst wegschwimmen. Aus der Kapsel von der Insel, na klar. Ja, wenn du nicht in der Kapsel bist, wenn du auf einer abgelegenen, einsamen Insel, das bringt erstmal nichts. Warte mal. Also. Du hast ein paar Bäumchen, ne? Was noch? Du bist Biologe, du bist Pflanzenbiologe, beziehungsweise insgesamt Biologe, du kennst dich mit so Zeug aus, auch mit Fischen und so und mit ganz vielen Pflanzen. Okay, ganz kurz hier, damit meine Zuschauer das sehen, ich mache jetzt erstmal die Quest mit dem Fishing Trip, da muss ich einen Fisch fangen. Das sollte nicht allzu schwer sein. Warte, ich nehme die Pen erstmal in die Hand. So, jetzt muss ich mal nach. Ich bleibe jetzt mal stehen, ich renne jetzt mal nicht rum. Ja, ne? Was habe ich gesagt? Wasser? So, dann Wasser brauchst du unbedingt. Am besten Süßwasser. Irgendwie so eine Süßwasserquelle am besten. Da haben wir den ersten Fisch. Wenn du irgendwie so einen kleinen Berg hast, der eine Süßwasserquelle hat, damit du ordentlich trinken könntest. Lol, Marc, wusstest du, dass man, wenn du einen Fisch fängst, dass du einen XP bekommst? Ja. Lol, wusste ich noch nicht. Ich schon. Sogar einigermaßen viel, wenn du viele Fische. Habe ich nämlich letztens hier bei Minecraft, bei Crafted gemacht. Damit ich XP bekomme, ohne XP-Battles. Das Leute, wir haben Potato Seeds gekriegt, ist ja geil, aus dem Stein. So, setz das Bett hier mal hin. Ja, Süßwasserquelle. Du brauchst unbedingt eine Süßwasserquelle. Irgendwie, wenn du ein kleines Bergchen hast, habe ich gerade schon gesagt. So, was brauchst du? Dann irgendwie Anfangsfutter, irgendwie, weiß ich doch nicht, rohes Fleisch. Naja, es geht ja jetzt nicht darum, dass du eine gewisse Zeit überlebst, sondern ob es generell wie in Minecraft jetzt möglich wäre, dass du halt, was weiß ich, 30 Jahre auf so eine Purple Stained Clay, Alter, lol. Ja, ich habe Purple Stained Clay 16 Stück gekriegt, ist das nicht geil? Naja, dass man halt jetzt so ganz lange überleben kann. Nein, würde ich nicht sagen. Muss aber irgendwie, also, ist schwer. Wasser, du hast Süßwasser, sagen wir, ne? Kannst du erstmal ordentlich trinken, das ist dann nicht dein Problem. Essen ist dann ein Problem. Wie willst du Essen machen? Es dauert. Ja, Algen würde ich zum Beispiel sagen. Ja, Algen. Deswegen mehr Pflanzenbiologe. Es gibt nämlich Algen, die du nicht essen kannst und Algen, die du. Ja, aber das ist ja jetzt auch erstmal egal. Ich will erstmal wissen, ob es generell möglich wäre. Ist jetzt scheißegal, welche Algen du brauchst. Ich denke bestimmt. Ich denke bestimmt. Dann kannst du nämlich, wenn du einen Baum hast. Dann nimmst du ein bisschen Holz, beziehungsweise vom Boden, weiß ich jetzt nicht. Nimmst du Holz, machst ein Feuer, brätst die Algen, kannst sie dir essen. Ja, dann ist das Holz weg und dann braucht es erstmal 3 Jahre, bis ein neuer Baum wächst. Ganz kurz für meine Zuschauer, ich habe jetzt hier den Stone 3-mal mit dem Hammer zerkloppt, dann kriege ich hier Dust raus. Und wenn ich den Dust jetzt in das Wasserfass reinmache, bekomme ich Clay. So, jetzt habe ich einen Clay. Und hier kann ich ein Clay Bucket machen. Gerade. LNG-Set, ich habe hier rumgebaut.
So. Jetzt habe ich meine einen resettet. So, jetzt gehe ich da drunter. Unfired Crucible, was ist das? Crucible. Hier haben wir den. Wie baut man den? Okay, dann müssen wir noch ein bisschen Clay machen. Sief. Sief, Junge, Sief. So, 4 Steine. Dragon Dance. Geil. So. Dann brätst du die Algen und dann hast du erstmal Essen. Ich würde die gar nicht braten, das wäre doch übelst die Verschwendung, oder nicht? Hä, warum? Das ist doch. Wenn du die nicht brätst, dann schmecken die. Die soll ja nicht schmecken, du sollst überleben. Es wäre aber gut, wenn die schmecken. Nein. Meinst du nicht? Ey, Marshmallow-Baum. Was? Was ist denn? Oh, guck mal, und jetzt können wir nämlich nicht mehr weitermachen, weil wir haben kein Wasser hier drin. Das ist dumm. Außer natürlich, wir können mit dem Clay Bucket hier aus der unendlichen Wasserquelle da was reinsetzen. Hey, man kann da überhaupt nichts reinmachen. Muss ich den vielleicht braten? Weil unfired, also ungebackener. Ah, klar. Den muss man sicher braten dann. Also, ja, nicht braten, sondern nicht schmelzen. Hier, wer ist denn das? Mark, gesucht ist ein Wort, wenn du Ton hast, der noch nicht fertig ist und du den dann machen willst, dass der dann fest ist. Ach ja, was hast du denn noch so? Was gibt's denn noch so? Dann hast du schon mal Algen, dann kannst du schon mal ein bisschen überleben. Aber nur ganz bisschen, weil irgendwann. Kann natürlich, könnte auch theoretisch passieren, dass du vielleicht Psyche stirbst. Hey, ich habe nur ein FPS. Oh Gott, was ist da gerade los? Im Hintergrund macht mein PC irgendwas. Lol, ich habe gerade richtig krasse Framerate Drops. Ja, gut, ist ja auch egal. Folge 12 Minuten, sagen wir mit Intro, sind wir jetzt bei 13 Minuten und darum würde ich sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. An meine Abonnenten, danke fürs Einschalten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Die werde ich dann morgen oder übermorgen aufnehmen. Warum ist mein Framerate so niedrig? Na gut, wir sind jetzt einmal gestorben, das ist schade. Und guckt bei Marc vorbei, Kanal ist in der Beschreibung. Wir nehmen jetzt für Marc eine Folge Skyblock auf. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah.